Lieber bringe ich mich hier um, als dass ich dann da hingehe. Weil, wenn ich da bin, was soll ich da machen? Da kann man auch nichts machen. Weil man wird dann da voll missbraucht und so. Man lebt dann auf der Straße. Ja, also 2012 haben wir so eine Abschiebung bekommen. Dann haben wir einen Härtefallkommissionsantrag gestellt. Dann hatten wir so zwei Jahre Zeit. Also die haben uns dann sozusagen beobachtet, ob wir zur Schule gegangen sind und ob meine Eltern Arbeit gefunden haben. Aber irgendwie lief das nicht gut. Und ja, danach haben die irgendwie entschieden, dass wir gehen müssen. Mein Vater hatte auch eigentlich eine Arbeit, aber dadurch, dass wir jetzt keinen Aufenthalt mehr haben, hat er keine Arbeit mehr gehabt. Also meine Eltern sind 1999 hergekommen, also aus dem Kosovo, so als Flüchtlinge. Und dann, ja, haben sie Duldung bekommen. Ja, ich habe noch 5 Geschwister. Meine ältere Schwester, sie ist mit 8 Monaten hierher gekommen. Sonst die anderen sind alle hier in Göttingen geboren. Nein, ich spreche kein Albanisch. Ich verstehe allgemein die Sprachen da unten in diesem Balkan gar nicht. Ja, ich bin gerade auf einer berufsbildenden Schule, das ist die BWS 2. Da mache ich gerade meinen Hauptschulabschluss. Früher bin ich nie hingegangen, aber jetzt läuft es gut. Ich bin sozusagen eine der Besten aus der Klasse. Ich bin auch zur Klassensprecherin gewählt worden. Zurzeit mache ich also Praktikum, also in einer Bäckerei. Und wenn ich möchte, kann ich dann da auch eine Ausbildungsstelle haben. Also das Theaterstück, das bedeutet mir persönlich sehr viel. Das ist für mich auch Ablenkung und dann bin ich da mit vielen anderen Leuten. Ja, wir warten erst also auf das Gericht in Lüneburg, ob wir überhaupt so einen Antrag stellen dürfen, wenn wir das machen können. Danach haben wir halt so noch mal, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit, zu beweisen, dass wir jetzt so voll gut sind. Und wenn nicht, dann müssen wir halt in Kosovo. Ich verstehe das gar nicht. Wie kann man einen Menschen abschieben, ich meine, so und sagt, du gehst dann in deine Heimat? Aber das ist doch gar nicht meine Heimat. Ich meine, ich bin hier geboren und dann heißt es ja, dass es hier meine Heimat ist.